wenn die Zinsen, meine Damen und Herren, die man für die Geldleihe für 2 Jahre bekommt, plötzlich höher stehen als die für 10 Jahre, dann läuft etwas schief. Dann sehen die Börsen kurzfristig höhere Risiken als auf lange Sicht. Noch ist es nicht so weit, aber die Differenz ist auch nur noch 0,1 Prozentpunkte groß zwischen den 2-jährigen und den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Die Differenz fällt seit Anfang Dezember wie ein Stein. Das ist Element 1 dieses Ausverkaufs an der Wall Street. Teile der Zinsstrukturkurve sind bereits invertiert. Vor einem Jahr war die Differenz zwischen den Renditen der 2-jährigen und der 10-jährigen Staatsanleihen noch einen ganzen Prozentpunkt groß. Jetzt ist es nur noch ein Zehntel davon. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Zinskurve in den USA 8-mal invertiert und 8-mal folgte darauf eine Rezession, potenziell mit weltweiter scharfer Tragweite. Dann haben die Chinesen quasi Trump öffentlich als Lame Duck auflaufen lassen, der ja auf Twitter die Abschaffung der chinesischen Strafzölle auf amerikanische Autos bereits als beschlossene Sache ankündigte, etwas, was die Chinesen bis jetzt wirklich nicht getan haben. Also, das ist echt schief gelaufen. Also, das Vertrauen des Marktes in den Dealmaker Trump ist erschüttert. Das erklärt auch, warum es dann gestern gar nicht gut ankam, dass Trump jetzt mit China und den USA auch um Abrüstung und nicht nur um den Handel verhandeln möchte. Und dass die USA ein Ultimatum an Russland setzen, um die Zerstörung von neuen Marschflugkörpern zuzusagen. Unterdessen droht der Iran erneut, die Straße von Hormuz zu blockieren, während Russland einer Fördermengenkürzung von Öl bislang nicht zustimmen möchte, weil man ja jetzt in Moskau die Chance wittert, mit dem überschüssig geförderten Öl Marktanteile auf dem chinesischen Markt gewinnen zu können, die ja ihrerseits zumindest offiziell weniger Öl aus dem Iran importieren wollen, wegen der einseitigen Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA. Also um es zusammenzufassen, womit wir es hier zu tun haben, ist eine begründete Rezessionsangst. Die Märkte werden sich der Situation gewahr, dass die Weltwirtschaft Mitte des Jahres 2019 möglicherweise gänzlich anders aussehen könnte als noch heute. Und wir haben geopolitische Streitigkeiten, die sich gestern noch einmal intensivierten. Technisch will ich Ihnen heute 2 Charts zeigen. Einmal den S&P 500 Index, auch wenn heute zum Staatstrauer kein Handel in den USA ist, dennoch wichtig. Was wir hier haben, ist ein bärisches Engulfing-Pattern, eine heftige, lange schwarze Kerze, die 3 grüne positive Handelstage ganz und einen Handelstag, einen zusätzlichen 4. Handelstag zu mehr als 50% einhüllt. Damit haben wir die November- und Oktober-Hochs bei 2.821 Punkten als Widerstand gefestigt. Die beiden Tagestiefs der Doji-Tage bei 2722 und 2773, hier als horizontale Linien zu sehen, sind jetzt hier Widerstände nach oben. Der DAX, der machte sowieso keine Anstalten, 11.400 Punkte nach oben zu brechen. Der musste da zwar drüber, weil die Wall Street nach oben sprang, aber gewollt hat der Index das technisch betrachtet zu keinem Zeitpunkt wirklich. Jede Kerze, die über L4 entstanden war, war technisch bärisch. Auch hier sehen wir jetzt, dass L4 als Widerstand gefestigt wurden im DAX. 11.263 und 11.323 sind jetzt Widerstände nach oben. Das Jahrestief bei 11.050 stellt eine Unterstützung dar. Viel Erfolg heute bei Ihren Trades. Machen Sie es gut. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.